Es wird Zeit für eine neue Folge Film News und sie wird gesponsert von Hell on Wheels. Die erste Staffel ist seit dem 16.06. für alle Amazon Prime Kunden kostenlos streambar. Dafür vielen Dank und starten wir mit dem wohl größten Neustart der vergangenen Woche, der gleichzeitig zu einem weltweiten Flop gerät. Die Rede ist von Man in Black International. Ob man 7 Jahre nach MIB3 und das ohne Will Smith wirklich einen weiteren Film braucht, war ohnehin schon fragwürdig. Aber das neue Abenteuer mit Chris Hemsworth und Tessa Thompson in den Hauptrollen ist einfach nicht gut geworden. Bei einem Produktionsbudget von 110 Millionen Dollar exklusive Marketing spielte der Film in den USA am Startwochenende gerade einmal 28,5 Millionen Dollar ein und landete auch in Deutschland nicht mal auf Platz 1 der Kinocharts, wo nach wie vor Aladdin auf seinem Teppich fliegt. Ebenfalls floppt in den USA der neue Shaft-Film und startet dort nur auf Platz 6 der Kinocharts. Charts. Hierzulande wird Chef nicht mal im Kino laufen, sondern direkt auf Netflix erscheinen. Am 19. Mai 2020 soll ein neues Die Tribute von Panembu von Susan Collins erscheinen. Dabei soll es sich um die Vorgeschichte des uns bisher Bekannten handeln und 64 Jahre vor den bisherigen Büchern spielen. Somit dürfte die Zeit der allerersten Hungerspiele nach den dunklen Tagen im Fokus stehen. Filmstudio Lionsgate hat bereits klargestellt, dass man sich sehr über das Buch freue, denn schließlich feierte man mit den Verfilmungen der bisherigen Bücher mit Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen große Erfolge. Die Geschichte von Panem wird also weitergehen und das auch im Kino. Ridley Scott hat immer wieder angedeutet, dass er eine Fortsetzung zu Gladiator machen möchte und ich weiß noch, was für ein spektakuläres Kinoerlebnis das Ganze für mich im Jahr 2000 war. Zwar war ich mit 13 noch ein bisschen zu jung für die ganze Gewalt rund um Maximus, aber filmisch hat mich der Film auf jeden Fall geprägt. Nachdem Paramount Ende 2018 ein Drehbuch erstellen ließ, scheint es so, als würde Gladiator 2 nun tatsächlich Ridley Scotts nächstes Projekt werden. Er soll ca. 25 Jahre Nachteil einspielen und obwohl Maximus tot ist, soll seine Wirkung auf den Neffen des einstigen Kaisers allgegenwärtig sein. Was haltet ihr von der Idee, dass es eine Fortsetzung zu Gladiator geben soll? Chad Stahelski und David Leitch sind schon sehr lange Freunde aus der Stuntman-Branche, ehe sie als Regisseure für John Wick weltweite Aufmerksamkeit erhielten und seitdem getrennt voneinander sehr erfolgreich Filme inszenieren und dabei das Action-Genre einer Jugendkur unterziehen. Nun haben angeblich beide Lust, ein Reboot vom Jean-Claude Van Damme-Klassiker Bloodsport zu machen. Zuzutrauen wäre es ihnen und Fans des 80er-Jahre-Kinos kommt da sicherlich schon einiges an Nostalgie hoch. Sonst wird er immer viel über Marvel geredet, dabei tut sich aktuell einiges im Hause DC. Zum einen hat Regisseur Todd Phillips bestätigt, dass der kommende Joker-Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, dessen Trailer einfach fantastisch und sehr künstlerisch aussieht, ein R-Rating erhalten wird und somit eher für ein erwachseneres Publikum gedacht ist. Daher kann man damit rechnen, dass der Film auch in Deutschland Richtung FSK 16 geht. Zum anderen scheinen für 2021 ganze 3 DC-Filme in Planung zu sein. Mit Robert Pattinson kommt dann der neue Batman in The Batman. Ebenfalls starten soll der von James Gunn inszenierte Suicide Squad 2 und auch Shazam 2 mit seinem erfrischenden Helden soll 2021 in den Kinos anlaufen. Und hier weitere Kurzfilm-News im Überblick. Guillermo del Toros Film über einen Trickbetrüger mit dem Titel Nightmare LA braucht einen neuen Hauptdarsteller, denn Leonardo DiCaprio ist nicht mehr dabei. Ersatz soll aber Bradley Cooper bringen. Man wechselt also Genie mit Genie. Diese Woche soll Daniel Craig wieder bei den Dreharbeiten für Bond 25 nach seiner Verletzung einsteigen. Das verriet ein neues Bild via Instagram vom James Bond Account, das Craig noch mit geschientem Fuß, aber dennoch während des Trainings zeigt. Und auf der Comic-Con Experience, die Ende Juni erstmalig in Köln stattfinden wird, auf die ich mich sehr freue und auch dort sein werde, haben sich bereits einige Stars angekündigt und weitere gesellen sich dazu. Es werden nun Jason Statham und Idris Elba für ihren Film Fast and Furious Hobbs and Shaw dazustoßen und exklusive Inhalte des Films präsentieren. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Film News. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.